Oh, oh, hallo, Deko! Brei, Deko! Danach ja genau da auch raus. Ey, Mann! Ich kraft dieses Drehen der Kuppel nicht an, ich fall immer in die gleiche Richtung wieder. Sagen, dass er da ist, aber sagen, bitte? Mal, die Kuppel in der Anhänge ist mir legen, oder? Digga, diese Kuppel ist so ein Schmutzloch, Alter. Gut, dass der Wichser aufhört. Wer ist das, Alter? Wie heißt du nochmal? Dass ihr dabei seid, eine grandiose Action. Heute 6% Wallride in euer schönes Gesicht. Mit dabei haben wir Aris und Deko. Wunderschön. Einen wunderschönen guten Tag. Was geht ab, alter Schwede? Du, deine Antwort mit dem Echo, ey. Junge, Junge, Junge. Geil, oder? Einen wunderschönen guten Hallo, Muchachos. In euer Gesicht und Unterhosenwichtel Deko, er grüßt euch. Die Lüse sind sehr poliert. Auf geht's. Ich wünsche euch immer schön guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Dusch, guten Rauch, guten Nacht. Guten Dienst, guten Feierabend und gute Besserung. Wir haben hier die letzte Map von Mask. Nochmal ein Medium Warride, trotzdem 6%. Es gibt den gleichen Warride auch in Easy, aber ich dachte mir... Nein. Den müssen wir in Hard spielen. Und deswegen haben wir jetzt hier den... Spiel jetzt von, super. Also das, der letzte Warride von Mask in Hard. Genau, er hat davon noch eine Easy-Version und damit hat er sich verabschiedet, der gute Mask. Ich hoffe, wir sehen dich wieder irgendwann, wenn GTA 6 Custom Maps funktionieren. Marvin! Ey, du mieser kleiner Arschstreichler, Alter. Ein Arschstreicher? Ja, das ist schon schön, oder? Ich hoffe, du verabschiedest dich direkt mit Mask, Alter. Du hast irgendeine Insel, Alter, ja, gerne. Und pull dir deine Huden raus oder so, ey. Oh, 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 hallo, Deko! Brei, Deko! Digga, wie du einfach. Die ganze Zeit nach oben fahren, wie du einfach Zero Fucks gegeben hast, ey. Digga, warte doch mal. Nee, jetzt nehme ich dich mit, ey. Ich fahr mal weiter, ne? Aris wollte gerade sagen, Aris schon längst im Ziel, wir ficken uns einfach bei jedem Try weg. Okay, ich bremse. Ja. Endlich. Und jetzt kann ich dich wegäugern, wenn du die Kuralle machst. So. Also, wo bist du? Oben, links, rechts? Ich werde das dann angleichen. Okay, geil, dass ich bin Mitte. Ich bin auch Mitte. Ich hab's. Digga, ich hoffe nicht, ey. Doch, ich hab's. Du mieser Arsch. Hä, du hast es nicht? Ja, du hast mich weggefickt gerade. Hä? Achso, du hast es nicht, Alter. Ich hab dich ein bisschen... Lol, ich hab den Schmutzigen so hart verkackt, ey. Digga, zweimal hast du mich jetzt hier weggefickt, ey. Und gleich kommt Nummer 3. Warte. Kommst du? Ja. Hallo. Kuckuck. Nein. Ich hätte dich so easy weggeolgern können, ne? Ja, aber ich bin einfach verkackt. Nee, bin einfach ja. Buddha, Mabasa. Scheiße, Digga, ich hab den Schmutzig auch so schlecht genommen, ey. Fick mich. Ja, also Aris rasiert hier mal wieder durch. Aris ich hat, bin nur einen Punkt weiter. Aris hat vielleicht doch die... Na, wobei, richtig skillig. Wir sind einfach nur scheiße gerade. Ich hab auch schon wieder die Schmutzigen so was verkackt, heißt, wir sind scheiße, wir trollen uns die ganze Zeit, Alter. Ey, ich hab jetzt aber auch schon zweimal beim Schmutzigen verkackt, wo ich eigentlich versucht schon hatte, wieder? Wirklich... Ja, wo ich wirklich versucht habe, es zu schaffen. Aber ich bin gerade noch, glaube ich, wirklich in so einem Trollmodus drin. Deswegen kurz chillen, Deko. Ich fahr kurz nach unten, um dich zu trollen, so. Hallo. Okay, aber ja. Ja, schade, ne? Wir hatten gerade schon ein Gespräch auf dem TS mit Muchacho, oh, der, oh, den ich einfach mal zufällig in unseren Channel reingezogen habe, der auch gerade eine Map für uns baut. Und dann meinte Aris, ja, oh, das Baumenü ist also einfach B-Rox richtig baut beschissen. Selber auch eine Map für uns, oder was? Ja, das Baumenü ist einfach richtig beschissen. Dann hat Aris so ein bisschen so sein Könner, so ein paar Könner-Sachen gedroppt, so mit Doppelbauen. Dann muss man in die 5 Grad das verschieben und mit der Y-Achse arbeiten. Und das andere muss so um 7,5 Grad irgendwie umswitchen. Ja. Also, man muss schon echt so einen gewissen Skill zeigen und man muss auch ein gewisses Knowledge haben, um gut bauen zu können. Deswegen, Muchachos, bei GTA 6 könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch mal den Baumenü Lachs anfasse, aber GTA 5, Leute, das lohnt sich nicht mehr. Das GTA 6 kommt doch bald raus, ey. Nee, reingelegt. Reingelegtes Lügen. Nee. Jawohl. Nee. Weißt du was? Nein. Hä? Was muss ich hier machen? Aris, Digga, Aris ist immer noch hier? Ja. Aris, hilf mir, was mache ich hier? Ich bin in der Tube. Die erste Ausfahrt unten. Die erste Ausfahrt unten.
Da war ich gerade auch schon. Erst aus von unten, dann geht's da weiter. Nein. War richtig Rekylog, ich hab keine Ahnung, was da ist, ey. Ihr müsst nach oben und euch dann nach oben in der Kuppel drehen. In der Kuppel drin, Kuppel drin. In der Kuppel. Was? Wie rum bin ich? Bin ich so rumfahren? Nein! Ares, du bist so alt! Hä, Digga, ich hiete richtig krass nach oben, um dann da zu drehen. Und da ist einfach Insta so ein Rauslochlachs, ey. Ein Rauslochlachs. Ja, scheiße, ich bin wieder in die gleiche Richtung gefahren. Digga, wie. Du musst danach ja genau da auch raus. Ey, Mann! Ich raff dieses Drehen der Kuppel nicht, Alter. Ich fahr immer in die gleiche Richtung wieder. Atemlachs. Ach so, da, okay. Nein. Ich muss beim Hof anwenden. Das hab ich irgendwie rausgehört, Digga. Fick mich, Alter. Irgendwie rausgehört bei Ares. Digga, fick mich, Alter. Nee. Das war mein first try, ey. Übrigens, ihr hört mal. Ich höre nix. Habt ihr nichts gehört? Nee. Drück mal Tab. Was für Tab? Achso. Ich will uns damit nochmal sagen, dass. Es ist GTA-Modus aktiviert. Ich wollte nur das also, sagen, dass er da ist, aber sagen, dass wir bitte. Mal in die Kuppel eine Anhörungsmittel legen sollen, oder? Digga, fick mich! Ich krieg einfach den 360er nicht hin, ey. Der ist nicht für mich gemacht. Scheiße hier. Nico, einmal kurz einen Glücksschuss hier für dich. Bam. So, daneben geschossen. Nur damit du Bescheid weißt, ne? Kam nichts an. Den ersten habe ich, komm schon. Den zweiten habe ich auch. Ich wollte gerade sagen, bei Ares sah so scheiße aus, wenn der das hinbekommt, dann ist es aber richtig ungerechtfertigt, ey. Hallo? So, warte. Jetzt fahre ich hier nach oben. Ach, Feuer war nur raus. Ah, okay, dann krieg ich das jetzt auch hin. Raus. Ah, okay, dann krieg ich das jetzt auch hin. Oh. Und dann fahr ich. Oh. Digga, ja. Ich bin schon wieder falsch rum! Hä? Ich raff das einfach also, nicht. Ich zeig dir das jetzt, weil. Also man muss keinen Richtungswechsel machen, sondern einfach nur nach oben fahren, ne? Also bam. Oh jetzt, ich hab's. Also man fährt jetzt so. Also, ey! Marvin! Ey! Ey, zu, dass du mich nicht weggefickt, Alter. Ey. Ich schaff diese Scheißdinger alle 100 Jahre, diese zwei Dinger. Und dann musst du mich da noch wegäugern, du Lappengesicht! Digga, also erstmal bist du gegen mich gefahren, das will ich ganz kurz klarstellen. Hä? Was? Da war doch keine Straße, wir sind einfach beide ineinander ich gefahren. Ich war du oben, Furze, du kamst als zweites, du bist gegen mich gefahren. Digga, deine Argumentation ist aber so random immer. Hä, die ist komplett klar, Alter. Komplett klar und ersichtlich für jeden, der einigermaßen geradeaus denken kann. Hä, wenn du jemandem hinten reinfährst, dann bist auch du schuld und nicht der Typ, der vor dir war. Ja, bist du. Bin ich bei dir hinten reingefahren? Nein, wir haben uns straight geküsst. Du bist seitlich in mich reingefahren, das ist noch schlimmer. Wir haben uns straight geküsst. Nein, du bist seitlich in mich reingefahren. Nein, wir haben uns straight geküsst. Digga, was kommt hier alles, Alter? Ja. Okay. Jetzt bitte einmal kein Saftfurz da oben irgendwo. Das wäre sehr schön, danke. Oh. Ich hab den Punkt, second try, Junge! Kranker Typ, ey. Jetzt zieh ich noch Ares weg. Was willst du von mir? Ey, ich hab Marvin auch einmal weggekriegt. Ey. Ich muss das jetzt ausgleichen. Ja, das nein, Digga, das ist keine Ruhe, Kuppel. Alter. Ey. Oh. Digga, ich fahr in diese Kuppel rein. Da Achtung, bin sofort weggebounced, ey. Ey. Holz mich weg. Was für eine Schmutzmap, Alter. Fick mich. Also, Ares hat's jetzt auch. Aber die Kuppel ist irgendwie random, muss ich sagen. Ja, aber du musst in die Kuppel reinfahren und dann aber andersrum. Nein, also die Kuppel an sich, die verstehe ich immer, aber ich bin gerade reingefahren und bin weggebounced. Also, normalerweise kenne ich, dass die anders gebaut ist. Die ist unsmooth gebaut, ja. Normalerweise kenne ich die anders. Deswegen, das mache ich mal anders, ja. Wo? Ja, jetzt wieder rein eigentlich? Ich komme jetzt wieder zu der Kuppel. Ja, und jetzt hier lang. Marvin, ich komme dir entgegen. Wo muss ich jetzt hin? Hier grün? Ne, von da komme ich, ne? Ist direkt unter der Kuppel, der Wall, die Ausfahrt. Atemreis. Eine Reihe unter der Kuppel. Ich hab verkackt übrigens. Und nein. Da musst du drei Edward-Bände nein, fahren, nein, warum ist hier wieder ein Schmutziger, ey? Warum, Also oh. Schmutzige und Edward-Wände, die auch kommen. Okay, ja, ich fahr sie gerade nach oben. Und dann kommen noch mehr Schmutzige, also... Nein, Es ist einiges. Nein, hallo! Oh nein! Komm mir doch nicht entgegen! Ja, bist du aber, du Lappen, ey! Killt doch mal kurz eure Base! Was muss ich denn hier machen jetzt? Bist du in der großen Tube? Ja, ich bin jetzt in der großen Tube. Warte. Ich fahre gerade an den Bumper. Der Bumper ist oben. Ganz oben. Ah, da ist es. Ich bin unter dir, ich bin weg. Oh, bitte lasst mich alle in Ruhe. Digga, also wenn ich Marvin wäre, hätte ich gar keinen Bock, das zu verkacken, das neu zu machen.
Habe ich die Erlaubnis dann einfach zu alt F4'en? Auf gar keinen Fall. Ares, ich bin da. Warte, ich fahr oben. Ares, fahr nach unten, bitte. Fahr unten. Oh. Pimmick. Alles oh. gut. Oh. Oh. Jetzt bin ich wieder in der Tube mit der Kuppel. Ist das richtig und muss ich jetzt wieder drehen oder? Ich hab keine Ahnung. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich weiß doch wieder nicht, wie man hier dreht, Alter. Wie dreh ich denn hier? Digga, da kommst du aber ordentlich weit, fahr ich irgendwie so rum. Der Weg ist wirklich ordentlich, Leute. Okay, ich hab Scheiße! Er hat verkackt. Du musst doch nur in die andere Richtung einmal. Nein, ich hab nicht verkackt, aber ich bin wieder falsch rum. Digga, das ist doch nicht so schwer, Alter. Nein, ich hab... Ey, ich hab... Warte mal, hab ich... Ich hab doch nicht gedreht. Hä? Nein, nein. Ah, ist Ares runtergefallen? Ich hab... Oh. Hä, wie hab ich's denn geschafft, schon wieder nicht zu drehen, Alter? Nein! Ich hab wieder eine scheiß Kuppel, ey. Ey, aber ich verkacke in der Kuppel auch, weil ich falsch rum rausfahre wieder. Aber das ist nicht so wild. Dann fahre ich halt wieder rein. Das Ding ist, dass es so scheiße gebaut ist, dass du halt komisch rumbauen. Ja, das meinte ich ja. Das meine ich. Deswegen verkacke ich. Nicht, weil, also ich verkacke auch, weil ich die falsche Richtung fahre, aber verkacke auch, weil du die Kacke so rumbaust. Boah, ich hätte da noch eine Runde. Nein. Ich hol jetzt mal Speed, ihr Lappen, Digga, wie ich es genauso mache wie ihr und sehe, wie abkackt, Alter. Wenn ich es geschafft habe. Richtige Kacknaps. Gar nicht abgehoben, der Typ. Nein, nein. Okay, nein, das heißt die... Edward Nummer 2 runter. Nein, da müssen wir auch wieder lang. Oh ja, nein, nein. Und dann die ganzen Schmutzigen. Oh nein. Jetzt kommen wieder doppelt Schmutzige. Den ersten habe ich. Den zweiten habe ich auch. Digga, und wie fahre ich jetzt in diese Scheißkuppel rein? Das sind die richtig fit. Nein! Ey, ich bin wieder so komisch ey! Digga, diese Kuppel ist so ein Schmutzloch, Alter. Gut, dass der Wichser aufhört. Wer ist das, Alter? Wie heißt der nochmal? Musk. Musk. Musk, aber Alter. Wieso fährst du die dann nicht flach rein? Also ich hab... Weil ich drehen muss. Ey, nein, ich bin zu schnell, ey. Er ist in der Kuppel. Ja, aber ich kann nicht flach in die Kuppel reinfahren und dann steil fahren, weil ich dann drehen muss. Doch, kannst du. Och, Mann, oh, geil! Also ich habe gerade die Wände gemacht, aber bin dann richtig straight nach unten, wie so eine umgekehrte Rakete, nach unten gebrezelt. Ey, aber ich raff's einfach nicht, wie man da reinfährt und dann die Richtung wechselt. Ich denke immer, ich mache einen Richtungswechsel, aber ich fahre dann immer genauso dann genau rein, wie ich rausgefahren bin. Andersherum, wie du denkst. Ja, das genau andersrum. Aber dafür muss ich es erstmal dreimal falsch rum machen, damit ich dann checke, wie ich es andersrum machen muss. Ich fahre da jetzt wieder rein. Hier, diesmal mache ich, wie Ares sagt, flach reinfahren. Und jetzt? Wie drehe ich jetzt andersrum? Ich bin übrigens jetzt auch gleich da, Deko, ne? Also ich fahre jetzt instant nach oben. So, ich habe jetzt einmal gedreht, ich bin wieder falsch. Okay. Ich bin wieder richtig rum. Marvin, ich fahre jetzt unten irgendwo. Du bist ja jetzt auch hier, ne? So. Ja. Wow! Unter der oberen Ausfahrt. Unter mir? Ja, ich glaube, ich fahre jetzt. Also hier müssen wir doch raus, oder? Ja, okay. Beim grünen Bauwerk, ja. Du musst einfach nur während die Kamera switcht, Deko, fahr nochmal in die andere Richtung. Also da machst du, glaube ich, den Fehler, weil die Kamera sich einmal dreht. Da denkst du, wie heiß ich? Und dann, ja, funktioniert's. Oh nein. Nein. Digga, ich fahr schon wieder so rum, wie ich reingefahren. Ich raff es einfach nicht, ey. Ich raff es einfach nicht. So ein Intelligenztest, Alter. Ey, erst war links. Ich hab's richtig rum rauszufahren, aber ich hab die Drehung nicht ganz gemacht und es hat mir nicht gefallen. Stell dir mal vor, Deko bei der Fahrschule, ey. Bitte nächste Ausfahrt links, er fährt aber rechts, ey. Ich hab doch gesagt links. Ja, dann sagt der Typ, der durch was aus der Probezeit raus ist. Doch, bin ich jetzt, glaube ich. Also fast. Hoffentlich. Was hat das damit zu tun, ey? Ich hab seit 15 Jahren einen Führerschein, Alter. Ja, aber scheinbar solltest du nochmal zur Nachprüfung gehen. Was ist mit Führerschein zu tun? Aber Links-Rechts-Schwäche? Ich hab keine Links-Rechts-Schwäche. Ich hab nur den Scheiß-Kuppel nicht, Alter. Also, wenn das keine Links-Rechts-Schwäche ist, dann gibt es die nicht. Ich will mal gerade sagen, wie scheiß gut ich bin, ne? Ich bin die ganze Zeit hier eigentlich Erster. Ich krieg's einfach nur nicht hin, diese scheiß Blende zu machen. Ja, wow. Bei mir auch so. Ich bin eigentlich ganz gut, aber hab eben ganz häufig da die Scheiße verkackt, weil ich einfach zu schlecht bin. Ja. Ja, und du bist jetzt zu schlecht bei dem Kram. Das ist alles mit schlecht zu tun. Doch. Mit dumm zu tun. Das liegt nicht daran, dass mir die Skills in GTA fehlen. Das ist einfach hier, das verknotet mein Gehirn, Alter. Ich hab's nicht. Ist das mit dumm zu tun, ist auch gut, ey. Oh.
Oh. Ey, Digga, ich weiß nicht, wie mache ich denn die Wände, wenn, aber... Also wenn ich die Wände da ganz mache... Wie mache ich die Wände, wenn... Wenn ich die Wände da ganz mache, dann bin ich ja wieder falsch rum. Also immer noch so, wie ich reingefahren bin. Aber wenn ich die Wände nicht ganz mache, dann mache ich ja auch keine ganze Drehung da drin und falle einfach runter. Weil ich die Drehung nicht komplett abgeschlossen habe. Also du musst einfach nur einmal umdenken, Deko. Also... Nein, ich bin doch richtig rum, aber ich fall raus, anstatt noch Glück zu haben. Hey. Weil ich die Wände halt nicht ganz mache. Also ich hab's genauso gemacht, auch davor schon, wie Aris das gesagt hat. Erstmal unten waagerecht rein, dann die Wände, dann schaltet die Kamera um und dann weiß ich, jetzt muss ich, der Kopf, das ist ja wirklich so, der Kopf denkt wirklich, jetzt muss ich so rum, nein, umschalten, quack. Und dann, ja, aber dann mache ich ja keine ganze Wende, dann fahr ich ja, ich fahr ja dann die halbe Wende und fahr dann wieder die halbe Wende zurück. Was soll ich, also... Jetzt, ich bin jetzt hier drinne. Ja. Und ich lenke jetzt einfach nur mit A. Da mache ich eine ganze Drehung. Und da habe ich auch Glück. Ja. Aber jetzt bin ich halt wieder falsch rum. Ja, dann drück einmal am Ende D. Ja, aber dann falle ich doch runter. Weil ich die Wände einfach mittendrin abbreche. Okay. Ich hab's jetzt geschafft. Aber ich habe mich richtig, richtig knapp abgefangen, Alter. Ich bin fast wieder rausgerutscht. Kraft das nicht, ey. Digga, wie soll das denn hier gehen, hä? Muss man hier neu anfangen? Ja, wie kann es denn sein, dass ich immer noch Zweiter bin? Ich glaube, hier muss ich neu anfangen. Ja, ich hab's noch nicht. Überprüf das aber erstmal, bevor ich hier so einen Scheiß mache. Oder hier oben ist irgendwas? Hä, muss die ganzen Bums wieder zurück? Okay, den Scheiß verstehe ich jetzt auch nicht. Guck mal, es ist alles so easy, Alter. Es ist alles einfach so easy. Ich bin so ein verfickter Profi, aber diese... ich raff immer noch nicht, was oben da mein Fehler ist in dieser Scheißdrehung, ey. Ich raff's einfach nicht. Digga, was ist das denn für eine neue Anfahrt, Digga? Da muss man keine Koralle können, das ist nice. Also Aris, also den Punkt wirst du lieben hier. Wow. Einfach mal zwischendurch mal wieder ein bisschen roasten. Oh nein, man muss dünne Stangen fahren. Muss man? Fick mich! Ja, muss man, stimmt. First Try. Ey. First Try verkackt. Ey, dieser scheiß Kuppel. Ich brauche immer so ein bisschen, um warm zu werden, habe ich das Gefühl. Jetzt bin ich hier wirklich am Shaven, Guys, ey. Ich bin am Shaven. Ich bin mit Gillette ab die. Am Shaven, sein Alter. Cousin, Alter. Wir seit Beginn am Durchshaven. Nochmal da rein? Okay, krass. Aber ja, schade, dass es immer weniger Map-Erbau gibt. Deswegen, also wenn wir die Map-Erbau hier roasten und die Beleidigung, keine Ahnung, was ich auch immer wieder Kommentare. Selber nicht bauen, aber alles immer fertig machen. Brudi. Wir haben in den letzten 8 Jahren haben wir uns so eine Expertise angespielt, dass wir schon sagen können, wann etwas gut gebaut ist. Das muss ja nicht heißen, dass wir es selber besser bauen können. Wir wissen einfach nur, was gut gebaut ist und was schlecht gebaut ist. Dieter Bohlen kann auch nicht singen und trotzdem ist er bei DSDS Juror, ey. Der Vergleich passt. Wobei ich auch nicht weiß, ob irgendjemand Dieter Bohlen tatsächlich irgendwie ein Händchen für... Gesang, guten Gesang, der ist einfach nur dabei, weil ihm das gehört irgendwie. Weil er Leute beleidigen kann, Abfahrt. Irgendwie schon, ja. Doch auch. Oh, leck mich! Machen wir auch. Oh shit, also, das habe ich ja gar nicht gesehen, ey. DSDS-Jury besteht dann aus uns drei. Ja, schön klar, guten Tag, hier, stellen Sie sich mal vor. Ja, ich bin Max. Ja, ich will Leute immer fragen, was für schlechte Freunde sie haben, dass die nicht sagen, dass sie nicht singen können. Ja, oder sie sind einfach in ihrem Kreis am besten. Auch noch richtig beschissen, aber trotzdem. Aber am besten. Du schickst ja nicht den Besten dahin aus deiner Gruppe. Vor allem, dass die alle nicht singen. Den Schlechtesten oder was? Nee, aber halt wenn die einfach alle nicht singen könnten, dann schick halt gar keinen hin. Dann sagt deinem Kollegen, Digga, du kannst nicht singen, lass das. Ja, oder die sagen hier für 10% Sendezeit blase ich Dieter Bohlen auch unterm Tisch ein. Aber also kann man 10% leider, Sendezeit, kann man leider, in der du richtig fertig gemacht wirst. Ich glaube, das kann man leider rausschneiden. Jeremy, bitte walte deines Amtes. Ich will das Ding jetzt häufiger wieder hören. Das war nicht ganz so smart. Geil, ey. Digga, den will ich echt häufiger zu hören bekommen. Das ist auch richtig random, Alter. Was hab ich nochmal gesagt? Ja, hättest du jetzt gerne. Irgendwas mit Sendezeit, ne? Und Dieter Bohlen. Ja. Oh, fuck, und ich bin auch hier. Und mit deinen Lippen verwöhnst. Alter, was ist das hier für eine Scheiße? Wie, hä? Ja. Achso. Hä? Ja. Muss ich auch nochmal zurück?
Du musst glaube ich hier oben raus, Marvin, oder? Nee, da war ich schon längst, Brudi. So, okay. Ja, scheiße, ich verpasse das immer hier. Also will einfach nur sagen, also Ares muss ja, muss man ja sagen, der hat ja echt am Anfang echt geile Maps gebaut. Level Ziegenmann-Maps kamen ja relativ häufig, unsere Loser gegen Mapperbauer. Warst du nicht sogar einer der Ersten? Ich Loser war gegen Mapperbauer? Der Erste. Du warst sogar der Erste, Digga, du warst unser Erster. Mhm. Und seitdem bin ich irgendwie immer hier. Guck mal. Na, der Erste ist doch immer was Besonderes. Das heißt, wir waren außer gut. In den YouTube-Kommentaren. Ja, da ist doch nichts Besonderes in diesen Arschlutscher, ey. Ey, ich feiere die trotzdem immer. Für mich gibt es sogar auch Herzen teilweise. Aber so, wow. Mit heutigen Standard gemessen sind die Ziegenmann-Maps von mir auch super scheiße. Also jetzt mal ernsthaft. Also statt Erster können Digga, wir auch was ist das denn, einen schönen Tag schreiben oder so. Oder jeder, der es liest, wünsche ich einen wunderschönen guten Tag. Marvin? Bam. Ja? Wo wir uns gerade getroffen haben, ne? Wo ich meinte, du musst da oben fahren. Ja. Wie drehe ich mich hier, YouTube? Weil hier ist ja nichts. Beim Runterfahren oder was? Ach so, den Scheiß meinst du. Also unten ist irgendeine komische. Sieht also aus wie erst eine Kuppel. Also erst einmal, ja? Ja. Möchte ich, dass ihr gleich unten links hinschaut. Hä? Das jetzt ist so unfair, Alter! Ohne Scheiß. Und jetzt ist das hier Deko, echt einfach nur warte so mal. Unten, Leute. Ich glaube, unten abdroppen ist, glaube ich, die Tube. Ja. Digga, du kannst einfach nur unten reinfahren. Richtig lubig, ey. Das ist die Stelle, wo ich Ares geroastet habe, dass man da keine Koralle braucht. Auf jeden Fall. Oh. Ja, und jetzt musst du den ganzen Bums gleich wieder zurück. Hä, warum unverdient, Alter? Ja, weil ich es verdient hätte. Wir können immer zählen. Du hast einfach nur gewonnen, weil ich 12 Tries auf beiden Wegen gebraucht habe, dieser scheiß Kuppel, um zu raffen, in welche Richtung ich fahren muss. Ich habe die Kuppel übrigens. Ich hab davor auch beim schmutzigen verkackt, hier verkackt, was ich normalerweise auch gesehen kriege. Ja, wo man Skills braucht. Das habe ich alles easy first try gemacht. Da braucht man auch Skill. Musst eben da brauchst du keinen Skill, da brauchst du irgendwelche Gehirnwindungen oder so, die ich nicht habe. Digga, das hier ist so lächerlich, Alter. Ey. Aber es funktioniert gut, muss man sagen. Ja, so ist es. Toll. Ja, es funktioniert, Brudi. Was willst du mehr? Ich habe in so einer YouTube-Short-Sache habe ich gesehen, dass war das die Ex von Sascha? Wie heißt sie nochmal? Wer ist Sascha? Hani, Hubu, Buhu. Achso, Hani, Bubu, Hani, Buhu. Ich glaube, die war das. Ich habe einen Short von der gesehen, wie die sich ein Wasser angekauft hat. Pass auf, da bin ich auch reingefahren. Die sich ein Wasser angekauft hat für 4.000 Euro. Oder 3.900, irgendwie sowas. Was? Der kann, wofür? Der kann wohl, wenn du den anmachst, dann kommt sofort kochendes Wasser raus. Du kannst da wohl auch Sprudelwasser mit rausziehen. Da haben die Leute eben geschrieben, ja gut, ich habe einen Wasserkocher und ich habe einen Soda-Stream. Kostet insgesamt 120 Euro, hallo. Ja. Ist auch so. Dass so die junge Generation, die mit YouTube erfolgreich wird, dass sie so ein bisschen den Bezug zu Geld verloren hat. Da bin ich echt super dankbar, dass ich mein ganzes verkacktes Leben lang Zeitung ausgetragen habe, dass ich in irgendwelchen Bierzelten gearbeitet habe, dass ich als Tresenschlampe bei Fitness First gearbeitet habe. Digga, ich habe 6 Jahre bei Mc's geschuftet und mache jetzt noch im Einzelhandel Kasse, wo man behandelt wird von der Kundschaft wie der letzte Stück Scheiße, was noch nie was in seinem Leben auf die Kette gekriegt hat. Halt's Maul, Alter! Du hättest dann von dir rausgeschmissen zu werden, so ein Schacko wie du, Alter. Ey, man muss aber auch sagen, wenn die Scheiße behandeln, dann solltest du auch so rausschmeißen, das ist doch auch wieder verdient. Ja, ich kann aber nicht jeden zweiten da rausschmeißen. Na klar, Scheiße und wenn er unfreundlich ist, Personal beleidigt. Ich will einfach nur sagen, ich finde wichtig, dass man den Umgang mit Geld lernt. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Deswegen meine Kinder irgendwann werden auf jeden Fall auch richtig knechten müssen, ey. Die kriegen nichts geschenkt, ey. Die dürfen. Egal, so wie ich früher. 20 Euro Taschengeld ballern, und wenn die mehr haben wollen, müssen sie arbeiten. Ja, Zeitung austragen, das war auch mein erster Job. Ja, meine auch. Ich habe die Bildzeitung ausgetragen. So ein Schmutzjob, ey. Bei mir war es einfach so ein Prospektgedöns. Oh nein, zu früh! Nein. Deko, wenn du es hast, fahr rein. Deko ist durch. Ehrlich? Ja, dann rein. Ja, fahr rein. Wo ist denn Ares? Wieder bei der Kuppel? Nein, wir sind noch bei der Kuppel, Alter! Alter! Ja, Alter! Das ist so deprimierend. Das klingt aber nach damals frustriert, heute rasiert, oder? Würde ich auch sagen. Aber sowas von. Eislutscher hier, ey. Ja, was war doch nice. Also Muchachos, wir können gut mit Geld umgehen, deswegen lasst doch einen Twitch-Sub da oder einfach Support. Ich will mir auch ein Wasser für 4.000 Euro leisten können. Oder
empfehlt uns einfach weiter, ja? Kuss geht auf jeden Fall raus, ein Daumen nach oben ist auch schon super geil. Oder einfach dabei sein, ja? Bei jedem Video dabei sein. Das reicht auch schon. Kuss geht raus, Dankeschön für euren Support. Schaut auch bei Ares vorbei, es lief heute wieder super bei ihm. Und checkt natürlich auch die Partner ab. Also, Ares wird da sicherlich demnächst mal irgendwie damals frustriert oder rasiert reinbrezeln, deswegen Kanal im Auge behalten und sonst. Habt noch einen wunderschönen Tag, bis dann reingehauen. Bye bye. Ja, oder die sagen hier für 10% Sendezeit blase ich die Tabulen auch unterm Tisch ein.